Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe ja heute Morgen schon die Gelegenheit gehabt, ein bisschen was zu erzählen. Das würde ich dann versuchen, jetzt ein bisschen abzukürzen. Das steht da alles, wann ich geboren bin und so weiter. Ich bin immer noch glücklich verheiratet, behaupte ich jedenfalls. Immer noch mit dem gleichen Mann. Habe Kinder, die studieren und so weiter. Also insofern alles in Ordnung. Ich sage aber ganz klar, mir wäre es am liebsten gewesen, wenn Gerlinde gesund wäre und heute hier kandidieren könnte. Und zwar nicht meinetwegen, sondern ihretwegen. Weil ich glaube, dass Gerlinde wirklich sehr viel geleistet hat für diesen Landesverband. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, jetzt hier an der Stelle zu stehen, wo sie eigentlich hätte stehen sollen und wo sie, glaube ich, auch hingehört hätte. Trotzdem, weil Stan vorhin gesagt hat, na, man hat irgendwie noch Familie und ja, das ist bei mir auch so, freie Spitzen waren jetzt nicht wirklich verfügbar. Deswegen muss man sich tatsächlich überlegen, was man tut, ob man das leisten kann. Und ich will euch deswegen kurz darstellen, warum ich mich entschlossen habe, hier zu kandidieren. Ich war ja vor einigen Jahren schon mal stellvertretende Vorsitzende und ich möchte gerne euch das Angebot machen, hier meine Kompetenz einzubringen. Und zwar letzten Endes in drei Ebenen. Das Erste, ihr kennt mich hoffentlich als eine Politikerin und Politiker, die Nachhaltigkeit wirklich nicht nur sagen, sondern auch als Konzept vertreten. Und Nachhaltigkeit heißt für mich ganz klar, dass eben soziale Aspekte nicht gegen Natur ausgespielt wird, dass tatsächlich wir uns wirklich dafür einsetzen, dass Naturerhalt und soziale Gesellschaft nicht gegeneinander ausgespielt wird, dass das was miteinander zu tun hat und dass eine Gesellschaft, die solidarisch, die friedlich umgehen will miteinander, es nicht nur mit Tieren, mit nur Menschen tun darf, sondern auch mit der Natur. Und deswegen bin ich auch als Agrarpolitikerin wirklich davon überzeugt, dass man Agrarpolitik, Katja hat es ja vorhin schon gesagt, eben als Gesamtkonzept sehen muss und letzten Endes auch so gestalten muss, dass die Welt eben nicht darunter leidet, wie wir Landwirtschaft machen, dass andererseits aber auch die Lebensmittel bezahlbar bleiben und dass am Ende auch die Bäuerinnen und Bauern davon leben können. Und diese Erfahrung, dass man das zusammenbringen kann und muss, das würde ich gerne einbringen. Das zweite Argument, ländliche Räume. Ich wohne selbst in einem kleinen Dorf mit 60 Einwohnern in der Nähe von Küritz. Ich kann euch sagen, dort wohnen nicht nur Leute, die nicht schnell genug weggekommen sind, weil sie zu alt, zu krank oder zu doof sind, sondern da leben Leute, die dort leben wollen. Und deswegen finde ich schon, dass gerade eine Linke gut daran tut, darüber nachzudenken, wie man dazu beitragen kann, dass dort Menschen auch weiter wohnen bleiben können, weil wir lösen keine Probleme, wenn wir die weitere Urbanisierung vorantreiben, sondern im Gegenteil, wir schaffen eigentlich neue, weil wir das zurückbauen müssen, was die Menschen, wenn sie wegziehen, hinterlassen und neue Infrastruktur aufbauen müssen. Deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir gerade als Linke Stadt und Land zusammendenken müssen und ein Konzept anbieten müssen, dass alle Menschen überall vernünftig leben können. Und das gilt übrigens auch für die Geflüchteten, weil auch die sind unterdessen auf kleinen Dörfern untergebracht. Und deswegen finde ich es immer spannend, wenn man jetzt feststellt, dass plötzlich Buslinien eingerichtet werden, weil sie jetzt eingerichtet werden müssen. Und das ist ein Gewinn für mich. Und ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir diese Dimension auch im Kopf behalten, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die Unterschiedliches wollen und trotzdem alle ein Recht darauf haben. Und das Dritte ist, ich war auch mal frauenpolitische Sprecherin und ich finde schon, dass unser Anspruch nicht nur sein sollte, dass Männer uns verstehen, sondern dass wir Rechte haben und dass wir uns auch hier mit ganzer Kraft einbringen. Und deswegen möchte ich gerne kandidieren. Vielen Dank. Danke, Kirsten.